Young Dumb. It's been a long time, man. Love by few. That's right. Get your money, man. Hier sind wir wieder. Zurück in Berlin, zurück in meinem Zuhause, zurück in meinem Homegym. Warum in meinem Homegym eigentlich, Bro? Also ich bin ja, was ist denn heute? Heute ist Montag, ich bin Samstag zurückgekommen, wollte ursprünglich dann am Sonntag gleich im Gym trainieren, hatte aber das Problem, dass ich mich richtig beschissen gefühlt habe. Also mir war richtig schwindelig im Kopf und sehr, sehr unwohl. Das hat irgendwann so, als es dunkel wurde, als angefangen. Und ich vermute, dass es zum einen Hormonumstellung war, weil ich von der Menstruation in den Eisprung übergegangen bin oder gerade rübergehe. Jetzt bin ich gerade in dieser Eisprungphase quasi. Und ich kenne das schon, dass ich dann so mich sehr komisch fühle. Ich kenne das auch, dass depressive Züge. Dass depressive Züge dann bei mir auch stärker sind tatsächlich innerhalb der Eisprungphase, was eigentlich in meinen Augen totaler Widerspruch ist, weil man da eigentlich ja total gut drauf sein soll. Aber habe ich so in letzter Zeit so öfter mal festgestellt. Ist nicht jedes Mal so, aber sehr oft. Naja, jedenfalls vermute ich, dass es damit zu tun hat und andererseits damit, dass ich am Samstag ja erst zurückgekommen bin aus Flensburg und gleich wieder am nächsten Tag arbeiten gegangen bin. Das war im Endeffekt auch viel zu viel. Auch reizüberflutungstechnisch einfach zu viel. Ich habe ja auch in den 4 Tagen mit meiner Mutter und meinem Bruder sehr, sehr viel unternommen, weil wir halt nur diese 4 Tage hatten. Und das war halt alles sehr, 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 sehr viel für meinen Kopf. So, ne? Und er hat das noch gar nicht so richtig verarbeiten können. Es braucht bei mir grundsätzlich, und vielleicht bei euch auch, kennt ihr vielleicht, ist auch normal, es braucht halt ein bisschen Zeit, bis man so Eindrücke und Erlebnisse auch erstmal sacken lässt, verarbeitet und reflektieren kann, filtern kann, darüber nachdenken kann. Und wenn du gleich wieder arbeiten gehst, hast du ja gar keine Zeit dafür. So, ne? Ist ja, ich hatte ja grundsätzlich in der ganzen Reise auch sehr wenig Zeit für mich alleine. Dadurch, dass wir halt zu dritt waren und auch immer viel unternehmen wollten und es war halt sehr schwer, sich noch Zeit für sich rauszunehmen. Eigentlich hatte ich nur Zeit für mich in dem Moment, wo ich bei Pascal zum Technikcoaching war. Wobei ich da ja auch nicht 100% für mich war, weil er ja auch noch da war. So. Ich war halt nur die Autofahrt quasi für mich alleine und bin dann halt gleich am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen, nachdem ich zurück war und war wieder nicht alleine. Ne? Ich bin halt jetzt erst alleine. So. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen viel. Egal. Ja, wir trainieren jetzt zu Hause, weil die Einheit kann ich super hier machen. Ich habe in der Einheit nur die Butterfly eigentlich noch mit drin. Die kann ich aber easy in die nächste Einheit mit reinnehmen, die eine Übung. Das ist überhaupt kein Ding und alles andere kann ich hier wunderbar machen. Jo. Ja. Also nochmal zur Reise so ein bisschen. Wie gesagt, ich fange noch an, das alles zu verarbeiten. Aber was mir jedes Mal auffällt ist, auch wo ich in Göttingen war zum Wettkampf, ich war ja immer gerade reisetechnisch unterwegs, um Leute zu treffen oder mit Leuten zu connecten und auch mal kennenzulernen, die Powerlifting machen. Und ich habe jedes Mal nach diesen Reisen festgestellt, dass ich danach sehr traurig bin, weil mir das fehlt, unter solchen Menschen zu sein. Mir fehlt es halt wirklich extrem, unter Gleichgesinnten zu sein. Das merke ich jedes Mal danach. Weshalb es halt wirklich in Zukunft irgendwie wichtig für mich wäre, wirklich sich einen Verein zu suchen und zu gucken, ob man nicht da wenigstens eine Person hat, mit der man sich richtig gut versteht, die diesen Sport auch liebt. Wenigstens eine Person im Leben halt so zu haben, in der Nähe so, ne? Mit der man öfter sich auch mal treffen kann und sowas, weil das, ich merke, es fehlt halt. Und was ich auch gemerkt habe, ist,
wenn man halt verreist, hat man ja Abstand zu seinem eigentlichen Wohnort und zu seinen eigentlichen Problemen so ein bisschen auch, ne? Und man merkt dadurch halt auch viel, viel mehr, wenn man zurückkommt, was eigentlich im eigentlichen Leben nicht richtig läuft. Und ich merke das nach jeder Reise extrem stark. Also es wird mir immer klarer und klarer. Ich meine, viele Dinge sind mir auch von vornherein klar. Aber es wird nochmal viel präsenter. Also diese Tatsache, dass ich hier nicht mehr wohnen will, ist einfach zu 100% vorhanden. Ich weiß das einfach zu 100%. Es war so ekelhaft hier. Also nicht schlimm, es war ekelhaft zurückzukommen. Ich wurde auch übrigens gleich wieder in der Nacht belästigt mit Lärm. Also es war perfekt halt, ne? Gleich volle Möhre zurück in den ganzen Dschungel. Wie gesagt, eines Tages werde ich euch nochmal sagen, wo wohne ich? Oder wo habe ich jetzt gewohnt? Wo wohne ich jetzt gerade sozusagen? Und was hier überhaupt abging. Da kommt nochmal ein Video zu. Ja. Naja, und das war halt auch nicht so geil, ne? Sind wir mal ehrlich. Und auch andere Dinge, die im Leben nicht so richtig laufen, die einem fehlen und so, das wird einem viel präsenter. Und ich hatte halt auch das Gefühl, dadurch, dass ich diesen Abstand hatte, viel mehr aufleben zu können. Ich habe mich, ich habe das letztens so schön beschrieben, wie so ein Phönix, der aus der Asche langsam aufsteigt. Aber das Ding ist, ich war nur 4 Tage da. Ich hatte viel zu wenig Zeit dort und viel zu wenig Zeit für mich, wodurch ich meine Flügel zwar erheben konnte, aber ich konnte nicht fliegen. Aber ich war kurz davor, diesen Moment zu erleben, zu fliegen. Und ich brauche diesen Moment, um mal wirklich klar denken zu können und um mal wirklich in meinem Kopf auch filtern zu können, was will ich im Leben? Wo soll es hingehen? Wo gehöre ich hin? Ich kann das alles noch gar nicht sagen, weil ich immer kurz vor diesem Moment, wo es mir vielleicht klar werden könnte, aus dieser Situation und aus diesen Umständen gerissen werde, wieder zurück muss, wo ich aber eigentlich die Möglichkeit hätte, mich darauf zu fokussieren, weil hier vor Ort geht das halt für mich nicht. Ich kann hier innerhalb meiner Problemwelt, sag ich mal, nicht klar denken. Wenn ich woanders bin, habe ich den Abstand und kann das. Aber ich brauche dort mehr Zeit. Viel, viel mehr Zeit. Also 4 Tage ist einfach wirklich zu wenig. Und vor allem mehr Zeit auch mit mir alleine dann, ne? Ist halt auch wichtig. Ja, deswegen, dass ich umziehen muss und umziehen will, ist klar. Das ist nach wie vor das, was ich angehe. Ich weiß natürlich nach wie vor nicht, ob da, wo ich jetzt hinziehen möchte, ob das dann die Lösung ist. Also ob ich... Für mich ist jetzt erstmal wichtig, aus diesem Problem hier rauszukommen, mit dieser ganzen Lärmbelästigung, ja, aus dieser Umgebung und mir auch den Arbeitsweg erstmal zu verkürzen. Das ist für mich erstmal wichtig. Aber es kann gut sein, dass wenn ich umgezogen bin, dann für mich irgendwann trotzdem feststelle, nein, du willst in Berlin nicht bleiben. Das weiß ich aber jetzt noch nicht, das kann ich halt nicht sagen. Ich brauche mehr Luft und Zeit und so zum Nachdenken und die habe ich hier halt überhaupt nicht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die Wände drücken mich hier ein. So. Ja. Also das ist halt so ein Prozess. Ne? Es ist halt ein Prozess, du machst einen Schritt nach dem anderen in die Richtung, wie es sich für dich erstmal gut und richtig anfühlt und dann im Endeffekt gehst du vielleicht danach wieder in eine andere Richtung. Das ist halt so. Und das in allen möglichen Bereichen deines Lebens. Aber so geht es halt vorwärts. Du kannst nicht von 0 auf 100 ganz präsent sofort sagen, das und das will ich und da will ich jetzt hin. Das halte ich für sehr unrealistisch. Das ist halt so, also zumindest bei mir, prozessmäßig. Ne? Deswegen, ja, ich habe jetzt 2 Wohnungen in Aussicht in Frohnau, wo ich hinziehen will, hier in Berlin, Frohnau. Ich hoffe, dass ich eine von beiden bekomme, beziehungsweise, dass mir die auch wirklich gefallen. Also bei einer sieht es sogar ziemlich gut aus. Aber die muss mir halt auch zusagen. Ne? Ich werde mir die erstmal angucken, dass ich erstmal hier wegkomme. Und dann, wie gesagt, habe ich mehr Luft für andere Dinge. Ich kann mich auf andere Dinge besser konzentrieren und dann kann irgendwie die Reise weitergehen. Aber ich kann euch klipp und klar sagen, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Es ist nach wie vor so. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Und diesen Zustand hatte ich schon sehr, sehr oft in meinem Leben. Das kann natürlich auch tief von innen kommen. Das muss nicht unbedingt an den äußeren Umständen liegen. Das kann auch einfach etwas in mir sein, was das auslöst. Aber das gilt es halt herauszufinden in irgendeiner Form. Ne? So. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich festgestellt, es tut gut, mehr unter Powerliftern zu sein. Ja, das fehlt mir ein bisschen, weil dieser Sport ist ja schon etwas, was ich, wenn man so will, 9-to-5 mache. Also ich beschäftige mich den Großteil meines Tages damit. Nicht nur durchs Training an sich, sondern auch dadurch, dass ich noch Videos mache und mich auch belese und Videos gucke und sowas. Ne? Es ist für mich halt ein sehr
großer Themenbereich in meinem Leben. Und mir fehlen halt so jetzt nur noch die Menschen dazu, sozusagen. Und ich freue mich halt immer, wenn ich unter Gleichgesinnten bin. Es war auch demzufolge schön, da bei Pascal zu sein und wieder unter einem Powerlifter auch mal zu sein und auch mal wieder in so einem, also auch in so einem Home Gym mal zu trainieren. In seinem da quasi, kann man das überhaupt ein Home Gym nennen, Bro? Das ist voll die Halle, Digga. Ja, das war halt auch schön, ne? Muss man halt auch sagen. Und da ist man halt auch ein bisschen traurig, wenn man dann wieder nach Hause kommt und das dann irgendwie nicht mehr hat, so. Und weiß, das ist ganz weit weg, so. Das ist dann halt auch so. Genauso wie in Göttingen, ne? Die ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, die Powerlifting machen, die wohnen auch alle weiter weg. Es ist nicht so, dass die um die Ecke wohnen. Und das ist schon ein bisschen, klar kann man heutzutage über Social Media Kontakt halten und all sowas, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie sich regelmäßig zu sehen. Und jeder von euch kennt das vielleicht auch. Kontakte, wenn man eine Person einmal im Leben gesehen hat und dann nur noch Kontakt über Social Media hat, über WhatsApp oder Instagram oder weiß der Geier, ja, nur über diese Social Media Plattform. Daraus wird nie eine richtige Freundschaft werden. Es wird auch nie auf Dauer halten. Es funktioniert nicht. Man muss viel mehr sich sehen und viel mehr miteinander erleben, damit daraus eine richtige Bindung entstehen kann. Vorher geht das nicht. So, ja, und das fehlt Gina. Das fehlt der Gina. Und ich habe das Gefühl, in Berlin ist hier, finde ich das nicht. So. Das ist halt, ich kenne halt wie gesagt nur einen hier und das ist Uzi. Aber Uzi ist halt auch Familienpapa, der hat auch andere Dinge zu tun. Er hat einen kleinen Sohn, er arbeitet viel und alles. Den sehe ich halt auch nur, wenn er bei uns trainiert und dann war es das halt so. Ne? Aber ich bräuchte mehr jemanden, der so vielleicht so ähnlich im Leben steht wie ich und auch diesen Sport macht und mit dem man viel mehr teilen könnte. So. Das wäre halt cool, ja. Naja. Wie auch immer. Habe ich eigentlich noch krasse Augenringe? Guckt euch das mal an, Alter. Ey, ohne Scheiß, an dem Tag, wo ich 35 geworden bin, 23, bin ich aus dem Bett gestiegen, habe mich vor den Spiegel gestellt und dachte, so alt siehst du raus. Hier, das ist der ganze Stress und dieses Problem hier mit der Lärmbelästigung. Also ich hab, wobei heute geht's, finde ich, in dem Licht geht's auch gerade. Aber ich habe Augenringe des Todes, Leute. Also, es ist nicht mehr lustig. Ich bin eher, vielleicht ist es auch bei mir so, wenn ich älter werde, dass ich eher Augenringe kriege anstatt Falten. Okay. Irgendwann hängen sie unten. Alles ist schwarz. Okay. Nehmen wir mit. Übermalen wir. Jo. Nicht so viel Sabbel. Wie spät ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Muss an der Uhr in der Stunde. Legen los. Wir fangen an mit Banded Deadlifts. Wir scheppern hier mal wieder schön Richtung Boden rum, wa? Kleinere Bausch. Ja. Und es wird jetzt gleich spannend, bei den Banded Deadlifts den neuen Technik-Skill umzusetzen, den Pascal mir gegeben hat. Also die Arme wirklich bewusst lang zu machen, sich Zeit zu lassen in der Startposition, die Stange in die Fingerglieder zu legen, geduldig zu sein, mit dem Oberkörper, also mit dem Körper über der Stange zu bleiben und dann im Lockout nur die Knie durchzustrecken und quasi gefühlt die Füße in den Boden zu stampfen. Das wird natürlich jetzt mit dem Band, was mir dann den Lockout ja erschwert, nochmal eine ganz andere Hausnummer werden. Hated by so many. Southside. CMG. One time. Made a lot of wrong turns, cause the road was dark. When the money all gone, it's just pride and heart. Understanding is the key, but niggas don't understand. At the end of the day, my brother, you're still a man. Smile for me, my homie, smile for me. People acting like I owe a man, that's why to me. I got love for my boys, my niggas, we all grown. I can't kick it like I used to, my family is sitting home. I speak with the truth, it's far most informal. Welcome to my world where the stress is normal. My life been trying to grind. Ja, beim Bankdrücken dann haben wir Tempobankdrücken. Genau, da gilt es dann Stange zum Kopf drücken. Stange zum Kopf drücken. Stange zum Kopf drücken. Stange zum Kopf. Drück die Stange zum Kopf. Okay. Könnte man ein Lied draus machen, oder? Drück die Stange zum Kopf. Ne? Okay. I ain't lying, I don't know
where I would be without the weed sometime. Respect my mind and I respect your game. Keep it real in the field, my nigga, I'll do the same. The grease on the ground, they waiting for me to fall. Just call it what you want, cause I can't please them all. I came from the bottom to get it, this what I got. I'm sticking to the plan, my man, like it or not. Enemies with greed and foes, I got plenty. I'm loved by a few, but hated by so many. I came from the bottom to get it, this what I got. I'm sticking to the plan, my man, like it or not. Enemies with greed and foes, I got plenty. I'm loved by a few, but hated by so many. He don't like me for this, she don't like me for that. They don't like me cause I'm rich, they don't like me cause I'm black. What? It's my life, I can't change every day. I done traveled so far and it's still a long way. Sometimes keeping it real will get you left behind. Sometimes keeping it real will have you sign for time. Used to think for the streets, then react with my gun. Was a young black man, now I'm trying to raise one. The good die fast, the devil he works slow. How you gonna hate a man that you barely even know? I look the other way, turn my head. Instead, they'd rather see me broke or even dead. I ain't scared, even though the game is deep. Niggas steady doing dirt like the Lord is sleep. I'ma sit back, be me, and try to do what I do. Cause it's one thing for sure, man, I'm loved by few. I came from the bottom to get it, this what I got. I'm sticking to the plan, my man, like it or not. Enemies with greed and foes, I got plenty. I'm loved by a few, but hated by so many. I came from the bottom to get it, this what I got. I'm sticking to the plan, my man, like it or not. Enemies with greed and foes, I got plenty. I'm loved by a few, but hated by so many. My loyalty is true, I'm trying to pull us through. Oh, I know it. Humble yourself on the side of the road.